Ich bin auch falsch, aber... Ja. Gut, da, den Laster habe ich mir mal, ich weiß nicht, ob es im letzten... Wow. Das war sowas Unvorhergesehenes, was dich bremst. Ja, an dem Laster habe ich mir mal die Zähne ausgebissen. Da bin ich mal, keine Ahnung, wie oft ich das Rennen neu gemacht habe, so bestimmt 7, 8, 9 Mal. Bin ich da voll in den Anhänger von dem Laster reingekracht, bis ich dann gemerkt habe, da kann man ja auch drunter durchfahren und die Reifen sollten nicht unbedingt das Ziel sein, weil die nicht nachgeben. Zumindest diese Reifen nicht. So, das war ein schöner Drift. Hinter mir bahnt sich der nächste an. Meine Nase juckt gerade. Ist natürlich blöd, sich während dem Rennen die Nase zu jucken, aber zu kratzen nicht. Aber, aha, ja, der hat mich auch viele Rennen bis jetzt gekostet. Und Return. So. Ja, wie gesagt, der hat mich bis jetzt viele Rennen gekostet, dieser Stoßstange von dem Laster. Müsste das sein. Uah, das war nicht geplant. Einfach weil man denkt, die fällt ab. Und es gibt auch einige Laster, wo die abfällt, nur eben bei diesem Modell nicht. Bedeutet, wenn du da reinfährst, dann ja, ist Siesta. Dann kannst du erstmal einpacken. So, vierte von vier Runden bedeutet, ich mache nochmal ein bisschen Kohle, indem ich das große Schild zerstöre. Und dadurch mehrere Schilder, was bedeutet, ich kriege mehr Kohle. Und Schilder geben dem generell erstmal die meiste an Geld. So, jetzt geht's erstmal ab ins Ziel. Da ist die Kohle, die ich durch das Zerstören von Sachen verdiene, erstmal nebensächlich. Und mit 234 Sachen ins Ziel gebrettert. Ist natürlich richtig cool. Mal sehen, wie viel ich dafür bekomme. Es dürfte doch schon was sein. Sollte auch ausreichen für ein... Oh, 1500. Das ist ja richtig nice. Nochmal 200 dafür. 3000. Die Sache ist die, wenn ich das jetzt fürs Tuning ausgebe, habe ich nachher nicht mehr genug Geld für mir, dafür, mir einen neuen Wagen zu holen. Und den würde ich mir dann doch gern holen. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal so. Und zwar auf hier der Strecke. Oh, meine Nase juckt. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber die juckt schon die ganze Zeit. Kann auch daran liegen, dass ich verschnupft bin. Und ich setze mich gerade neu hin. So, und jetzt bin ich wieder bereit. Ja, meine Lieblingsrunde, nur diesmal ganz anders. Okay, das war jetzt nicht so gut. Würde ich mal behaupten. Und der hat auch einen kurzen Abstecher in die Walachei gemacht. Ja, jetzt geht's erstmal richtig rund. Ja, da ist ein Zaun, der bremst mich netterweise. Drei Runden, das heißt, es ist ein längeres Rennen. Moment. Da muss ich kurz mal. So, genau. Chancen habe ich immer noch, wie ihr bestimmt gesehen habt, die... Habe ich ja letzte Rennen ziemlich abgehängt. Da kommt so ein Flug. Das letzte Rennen habe ich die eben abgehängt und jetzt muss ich mal gerade gucken, wie es aussieht. Aber an sich sollte das nicht unbedingt zum Problem werden, die wieder da ein paar Positionen gut zu machen. Und ich hege wirklich Hoffnung, dass ich jetzt mal den dritten Platz bekomme, weil jetzt habe ich den Wagen anscheinend wieder voll im Griff nach dem Straßenrennen. Weil ich jetzt einfach damit rechne, dass hier mehr rutscht. Was merkwürdig ist, ich denke nämlich gar nicht drüber nach, wie ich unbedingt fahre, sondern ich fahre einfach, wie es mir mein Gedächtnis und mein Gefühl sagt. Ob es jetzt richtig ist oder falsch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mich mein Gefühl und mein, ich gebe mal Gas, wie es mir gerade passt, auf den zweiten Platz gehoben. Vom achten wohlgemerkt. Ist zwar im Moment noch nicht so schwer, weil das Feld noch recht dicht beieinander ist. Oh, ich habe nicht mal einen Flug. Ja, doch nicht so ein Flug. Verdammt. Ja, und wieder der Zaun. Könnte ich mal, Dankeschön. Und so schnell wird man wieder siebter oder sechster, je nachdem. Hier in dem Rennen passiert das recht schnell, vor allem mit den Zäunen, die einem da andauernd auffangen und abfangen. Wurde gemerkt,
verdammt. Und einmal wieder 8., 7. und jetzt fast 6. gewonnen. Könnte ich mal. Danke. Sehr schön. Der fährt irgendwie hier rückwärts in die Wand rein und finde das wohl besonders lustig. So, Rennen wiederholen. Ja, ich bin mal dafür. Ist zwar normalerweise nicht meine Art, aber bei dem Rennen kann man ja mal eine Ausnahme machen. Sehr schön. Danke, dass du mich noch rumschiebst. Du schiebst mich sogar in die richtige Richtung. Das ist so blöd von dir. Gut, der Flug war mal gut. Die Abkürzung ist auch ganz cool. Da spart man sich da den Zaun. Und ich bin Erster. Ist die Frage, wie lange und ob mir das unbedingt was bringt. Aber ich bin fürs erste Mal Erster. Also, naja, gut. Mal sehen, was bei rumkommt am Ende. Jetzt sollte ich ein wenig runter vom Gas, damit ich die Kurve hier schaffe. Sonst wird das nichts. Aber es wurde was. Die Frage ist jetzt, wo geht's hier nochmal lang? Müssen wir jetzt hier wieder... Ach, Kurve, ja, genau. Kurve fahren. Sehr schön. Nitro hat mich gerettet, ich habe keins mehr. Naja, blöd. Rettet mich in der nächsten Kurve. Kein Nitro mehr, muss ich selbst ausfahren. Und dann macht das jetzt nicht, das Nitro für mich. So, Schranke erstmal aufgemacht. Beide sogar machen nicht immer die anderen Fahrer. Weil die anderen Fahrer machen nicht immer beide auf. Warum? Ist mir immer ein Rätsel, aber sie tun es einfach nicht. Und ja, so schnell wird man vom 1. zum 4. einfach mal einen Zaun mitgenommen. Und das war's dann. Jetzt bin ich schon wieder Dritter, würde mir noch einen Podiumsplatz einbringen. Aber das interessiert ja erst in der letzten von 3 Runden. So, komm schon. Blöder Wagen. Habe schon den mit den meisten Pferdestärken und dem meisten Gewicht. Wobei das ja nicht zwangsläufig jeweils gut sein muss. Ja, sehr schön Loch. Oh Mann. Gerade eben nicht noch die Abkürzung gefahren, da war die noch vollkommen in Ordnung. Jetzt bin ich schon wieder Achter. Alter Schwede. Achter. Das ist natürlich echt krass im Moment. Ich hoffe mal, hier kann ich wieder ein bisschen was letzten Blick machen. Ja, sehr schön. Den ein bisschen in die Reifen gedrückt und ich bin vorbei. Bin Sechster. Wenn ich jetzt hier noch einen mal kurz oder zwei sogar überholen kann, ist das natürlich richtig gut. Dann ist jetzt links um die Kurve. Da sollte ich kurz langsam machen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Ist natürlich immer wieder cool. So, und dann haben wir hier den ersten. Ja, wieder das klassische Rätsel. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht mitten in einer mitten beim Schnitt. Moment, ich schiele mal. Nein, ich schiele gerade nicht auf die Uhr. Das. Oh, danke. Oh, scheiße. Ja, komm, nochmal. Das ist richtig. Ja. Ja, so viel zu, ich schiebe mal kurz auf die Uhr. Ja, nö, dürfte... nee, gerade nicht am Cut sein. Also, wer das mir sich die Folge komplett antut und durchhält und das lustig findet, wie ich war, keine Ahnung warum, auch immer, der kann mir ja mal die Frage beantworten. Wenn ich Dritter bin und den Zweiten überhole, wer bin ich dann? Also, welche Position fahre ich dann? Einfach mal schnell nachdenken und, also nicht unbedingt machen, einfach schreiben. Und dann, ja, werde ich mal gucken, wer das Ganze richtig beantwortet und wer nicht. Und geht's. Jetzt bin ich schon wieder Vierter. Reicht noch nicht ganz für den Podiumsplatz, aber dann die anderen recht nah dran sind und das Ziel auch noch einen Moment weit weg ist, habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich trotz dritten Platz, ach doch, dritter Platz, das reicht mir aus. Reicht natürlich fürs Podium und ergo dann auch für ein abgeschlossenes Rennen. Die Sache ist nur die, jetzt muss ich auch vom Gas gehen, vorsichtig sein, umlenken und nochmal Nitro geben, was ich nicht habe. Und immerhin bin ich Dritter geworden, immerhin, ja, Dritter. Nicht gerade gut, aber...